die besten Urlaubsbrüche von mir. Hier aus Leipzig. Hey Leute, da ich jetzt schon mehrfach darauf hingewiesen wurde, dass manche Leute mit meinem Sächsisch nicht klarkommen und mich nicht verstehen, einen kleinen Sprachfehler habe ich ja auch. Und deswegen habe ich schon seit mindestens einem Jahr meine Untertitel voll bearbeitet. Zu den meisten Videos, die, zumindest nicht die, die ich das letzte Jahr gemacht habe, teilweise auch die älteren, sind die Untertitel in Deutsch voll drinne und teilweise auch in Englisch. Also von daher, wenn ihr mich nicht versteht, schaltet die Untertitel ein. Ganz einfach. Könnt ihr unten rechts, ich blende euch dann nochmal ein, wo ihr drücken müsst. Moin Leute, bin ja hier in Leipzig. Ich bin jetzt gerade hier in Leipzig. Da war ich gestern in Leipzig am Markt. Die hatten auch so verschiedene Videos von Konzerten dort laufen gehabt auf ihrem Großbildschirm. Den haben sie dann gegen um 11 weggefahren, den Bildschirm. Und Feuerwerk aufgebaut. Und kurz vor um 12 Uhr kamen dann ungefähr 12 Polizisten in voller Montur und stellten sich dorthin. Die hatten sich noch gar nicht richtig aufgestellt. Da sind 5 schon wieder verschwunden, zügig zum Auto gelaufen und mit Blaulicht losgefahren. Und da hatte ich schon überlegt, irgendwo kracht hier in Leipzig wahrscheinlich wieder. Und gucke ich jetzt gerade hier in der Zeitung. Eskalation in Leipzig, Barrikaden entzündet. Rewe-Dach besetzt und Polizeiwache angegriffen. So richtig ging ich für die Einsatzkräfte ab 21.25 Uhr los, als eine Schlägerei zwischen mehreren Personen vor der Leipziger Oper für Aufsehen sorgte. Auf dem Augustusplatz wurden zudem mehrere Menschen durch Böllerwürfe verletzt. Okay. Passiert, wenn die Besoffen sich gegenseitig mit Knallern bewerfen. 11-jähriges Kind mit verletzt, das ist eine solche Scheiße. Ein bewusstloser 25-Jähriger, der zuvor von Pyro im Gesicht getroffen worden war. Vor allem aber auch im Gebiet auf der und um die Eisenbahnstraße war die Polizei quasi im Dauereinsatz. Ein Einkaufsmarkt in der Konradstraße wurde mit Pyrotechnik beworfen. Zudem wurden Mülltonnen und Einkaufswagen auf die Fahrbahn geschoben. Warum machen die sowas? Das ist ja auch die Feuerwehr, Krankenwagen kommt ja auch nicht durch, wenn irgendwas ist. Also wir haben zwar auch Unsinn gemacht, wo wir jünger waren, aber doch nicht sowas. Alle Jahre wieder Silvesteraufregung am Konnewitzer Kreuz. Die wohl dynamischste Situation entfaltete sich rund um das Konnewitzer Kreuz im Leipziger Süden. Schon vor Mitternacht räumten die Feiernden diverse Gegenstände auf die Straßen. Müllbehälter, Baustellenabsperrungen, Einkaufswagen und setzten diese in Brand. Ich sag mal, was verstehen die Zeitungsfritzen unter Dynamik und Feiern? Gut, Definition in Dynamik, andersrum Bewegung durch Kraft oder so ungefähr. Aber das wurde doch bis jetzt eigentlich immer für
positive Sachen benutzt, das Wort Dynamik. Das war ein ganz. Okay, die Definition ist anders, lassen wir es mal gelten. Aber die Feiernden, ich sag mal, liebe Zeitungsfritzen, ihr habt doch jetzt auch nicht mehr alle Räder im Kopf oder so. Die Feiernden, was versteht denn ihr unter Feiern? Die Feiernden räumten diverse Gegenstände auf die Straßen. Also bauten Barrikaden, setzten diese in Brand. Versteht ihr das unter Feiern? Also ich hatte und habe heute eigentlich auch noch eine andere Art zu feiern. Die Feiernden räumten, aber die Feiern, ich kann es doch nicht sagen, das ist der Beweis, dass die ganzen oder die meisten Zeitungsfritzen auf der Seite von Antifa und tiefst links stehen und das auch so in ihren Zeitungen verwenden. Das sind doch keine Feiernden. Beziehungsweise ihr habt dieselbe Art, wie ihr was ihr unter Feiern versteht. Und dann drückt ihr das natürlich auch so aus, ist klar. Also geht ihr auch mit Antifa dann noch Leute verkloppen oder so, die in euren Augen rechts sind, die in euren Augen tiefsten Nazis sind, obwohl die bloß eine gewisse Kritik an irgendwas haben. Ich verstehe es nicht. Wir haben da eine junge Antifa-Gruppe. Ich freue mich, dass sie da echt was machen. Es sind auch noch andere Linke dabei, außer mir. Und die haben auch nichts dagegen, dass so die Älteren wie ich ein bisschen da sind. Es läuft dann so, wenn die AfD versucht, in der Kneipe was zu machen, dann sind wir rechtzeitig da, reden freundlich mit dem Wirt, damit er die wieder auslädt. Wenn er sie nicht auslädt, reden wir nochmal, nicht ganz so freundlich. Und wenn das noch nicht gereicht hat, gibt es weitere Möglichkeiten, die ich hier nicht öffentlich darlegen möchte. Teilweise räumten Anwohner die Tonnen zurück. Nachdem das Hauptfeuerwerk gezündet worden war, ging es 0:30 Uhr aber erst richtig los. Unbekannte attackierten das Polizeirevier in der Biedebach-Passage, wobei ein noch nicht benannter Sachschaden entstand. Fast zeitgleich traf es zudem den Netto in der Bornaischen Straße. Zudem kletterten mehrere Personen auf das Dach des Rewe-Marktes am Kreuz, wo sie eine Stunde lang sitzen blieben, bis die Polizei sie aufforderte. Na Gott, das haben wir auch gemacht. Das ist mal irgendwo auf Dach klettern und Aussicht genießen. Solange die von dort oben nicht mit irgendwas werfen. Nach Angaben von Hoppe, Polizeisprecher, wurden in der Nacht im gesamten Stadtgebiet mehr als 20 Straftaten registriert. Dabei ging es vor allem um gefährliche Körperverletzungen und Verstoße gegen das Sprengstoffgesetz. Vor allem die aus den Kriegsgebieten kommen. Zumindest vom äußeren Aussehen her, dunklere Haut und ihr wisst ja, was ich meine. Mir ist aufgefallen, die beliebteren Deutschen und Gäste unseres Landes, die hatten die besseren Knaller. Ich glaube, die haben irgendwas aus den Kriegsgebieten mitgebracht, irgendwelche Granaten und so Zeugs. Da ging ihr Ding los. Irgendwo hatten die was gezündet. Ein unwahrscheinlicher Plautz. Und dann stand eine Wolke da wie so ein Atompilz. So wurden mehrere Personen mit illegalen Böllern und Pyrotechnik erwischt.
Aber dass die immer gleich randalieren müssen und Barrikaden bauen, die haben doch alle Rot ab. Aber vor allem der Spruch, die dynamischste Situation entfaltete sich ums Konnewitzer Kreuz. Hier bauten die Feiernden. Die Feiernden, sagt er. Ich verstehe es. Hier räumten die Feiernden diverse Gegenstände auf die Straßen. Müllbehälter, Baustellenabsperrungen, Einkaufswagen und setzten diese in Brand. Ich meine, dass die verrückt sind, die jungen Rotzer hier von der Antifa verblendet und was weiß ich, wissen wir ja inzwischen. Aber dass die Polizei erstens im Vorfeld lieber bettelt, haut uns bitte nie. Ich habe ein Video dazu gemacht, das ist gestern online gegangen. Bitte respektiert unsere Arbeit. Gibt uns genug Platz dafür und folgt unseren Anweisungen. Greift uns nicht an. Beschießt uns nicht mit Böllern, Raketen oder Schreckschusswaffen. Ihr macht euch strafbar und euch drohen mehrere Jahre Gefängnis. Gut, das galt für Berlin. Aber trotzdem. So, Dresden, was ihr hier schreiben, die Dresdner sind noch normal geblieben. Es gab aber bereits 135 Notrufe in der 8. Stunde des neuen Jahres. Ja, die meisten haben zu viel gesoffen bloß. Die Einsatzkräfte mussten 10-mal zu Balkon- bzw. Wohnungsbränden ausrücken in Dresden. Ja, in Dresden-Cotta hat irgendein Abrisshaus. Ist der Dachstuhl in Brand geraten, welcher bereits am Boden lag? Ja, da werden sie ein paar Raketen reingeschmissen haben. In Dresden wohl noch die normalen Leute, würde ich sagen. So, was haben wir vor? Nichts. Ich werde heute mal noch ein kleines bisschen relaxen, ich bleibe hier. Hier ist ganz gemütlich, ruhig und ich werde eine kleine Runde gehen, werde vielleicht noch mal einen oder einen anderen Cache suchen, gucke ich dann mal, was hier in der Nähe rumliegt. Zu der Schleuse gehen wir mal kurz gucken. Nicht Schleuse, sondern das Wehr. Ja, oder wie heißt das? Palmengartenwehr. Oberes Elsterwehr heißt das.
Hier zum American Football in Leipzig gibt es einen Cash. Und hier gehen heute sehr viele Spaziergänger lang. Aber man findet doch mal noch eine Lücke, wo man in Ruhe gucken kann. Und den hier habe ich schon ganz schnell gefunden. Warum das die Uni sich nie aufbaut bzw. weiter nutzt. Jedenfalls habe ich eine schöne kleine gemütliche Runde jetzt gedreht. Allerdings, ich hatte im Vorfeld geguckt, 3 Caches wollte ich mir holen. Der erste war am Leipziger Hafen. Ja Leute, Leipzig ist eine Hafenstadt. Klingt komisch, ist aber so. Jedenfalls, dort, wo der lag, rannten aber ständig Leute rum und ich hätte kleine Stücke auf den Baum hochklettern müssen. Das war mir ein bisschen zu blöd. Da hatte ich dann keine Lust dazu gehabt. Dann hatte ich den zum Quarterback-Stadion. Den konnte ich ziemlich schnell finden. Da waren zwar auch massenweise Leute, aber in einem unbeobachteten Moment mal da in den Busch geschlüpft und dann war ich ja eigentlich von den Blicken ziemlich verbogen. Dort habe ich ihn aber auch ziemlich schnell gefunden, ohne weiter suchen zu müssen. Den dritten, den ich mir holen wollte, der war gleich hier hinten auf dem Unigelände. Bin ich ja jetzt einmal ringsherum um die Uni gelaufen, sind aber alle Tore zugeschlagen. Da liegt mitten auf dem Gelände, du hast nirgendwo einen Eingang gehabt. Obwohl den gestern noch jeder gelockt hat. Ich habe aber gar nicht geguckt, welche Zeit, oder steht es gar nicht da, keine Ahnung. Jedenfalls, gestern hatten sich noch einer gelockt und danach müssen die wahrscheinlich alles zugeschlossen haben. Gab auch kein Trampelfahrt oder so, die haben ringsum Zaun. Pack deinen Stern ein. Das ist gut. Packen Sie Ihren Stern ein. Hast du eigentlich recht? Weihnachten ist vorbei, da kann man das schon mal machen. Wie habe ich ihn denn hier festgemacht? Das muss ich erst mal wieder rauskriegen hier. Wirklich? Ja, und dann erst mal tschüss, bis zum nächsten Mal.